Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie im Zustand fortschreitender Beschwingtheit zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Auffahrtsdonnerstag, dem 9. Mai 2024. Traue keinem, der sich als beschwingt bezeichnet. Da fängt das ganze Elend schon an. Doch heute an Auffahrt, ja, da beschleicht uns, da befällt uns ein Gefühl der Leichtigkeit. Die Erdenschwere scheint da von uns abzufallen, auch wenn wir uns dagegen sträuben. Eine Insel gewissermaßen, eine Insel der Erholung in diesem Ozean des Wahnsinns, in dem wir uns befinden. Ich freue mich, dass Sie da sind, und wenn wir mit Auffahrt starten, dann gibt mir das die Gelegenheit, eine Würdigung auszusprechen. Josef Ratzinger, der verstorbene Papst Benedikt XVI., das sage ich als Reformierter, als Protestant, allerdings mit einem katholischen Vater. Papst Benedikt ist eine der ganz großen, überragenden Figuren der Gegenwart des 20. und des 21. Jahrhunderts. Und es ist jammerschade, dass dieser große Gelehrte, dieser große Theologe, der auch ein politischer Denker, ein Philosoph und ein Lebensweiser war, dass dieser Mann nicht mehr unter uns weilt. Und ich hatte die Gelegenheit, kürzlich an einem Seminar teilzunehmen, zu Ehren von Papst Benedikt, von Josef Ratzinger. Und wir haben uns da in einige seiner aktuelleren Texte vertieft. Und ich bin schwer beeindruckt, wie dieser damals schon emeritierte Papst unsere Gegenwart analysiert, diagnostiziert hat. Und sein Zentralbefund lautet, übersetzt jetzt in meine Sprache: Wir laufen im Westen, in Europa, in Deutschland, auch in der Schweiz, Gefahr, in einen sanften Totalitarismus hineinzustürzen. Ein sanfter Totalitarismus. Nicht der Stechschritt Totalitarismus der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ratzinger war kein Mann der Zuspitzung und der falschen historischen Parallelen, aber er hat mit großer Treffsicherheit, wie ich meine, eine beunruhigende Tendenz der Gegenwart erkannt, nämlich dass unsere sich so liberal wähnenden, sich so tolerant gebenden Gesellschaften einen zunehmend intoleranten, antiliberalen Charakter annehmen. Ausdruck dieser Zeitstimmung ist natürlich die Cancel Culture, diese neue Inquisition, dieser Scheiterhaufen, der da um sich greift und lodert und hochzuckt mit seinen Flammen. Und diese Cancel Culture, und das ist bemerkenswert, dass eben der einstige Chef der katholischen Inquisition, man muss sich das einmal vor Augen führen, vor der neuen säkularen Inquisition gewarnt hat. Das muss uns zu denken geben. Die Cancel Culture ist sozusagen das Gegenteil unseres Rechtsstaats, denn im Rechtsstaat gilt, wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn man ein Gesetz verletzt hat, wenn man zum Beispiel jemanden verleumdet hat, indem man etwas Falsches sagte, ja, dann ist das nicht gut, man wird bestraft, aber man hat nach Verbüßung der Strafe die Gelegenheit, auch wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Und das ist das Teuflische an dieser Cancel Culture. Die legt es nämlich darauf an, und das hat Ratzinger ganz genau herauskristallisiert, die legt es eben darauf an, die Menschen dauerhaft, die Unliebsamen auszugrenzen, auszuschalten, gesellschaftlich und wirtschaftlich zu erledigen. Und dagegen müssen wir uns wehren, denn wir haben die offene Gesellschaft zu verteidigen. Wir haben die Errungenschaften eben dieses Liberalismus und dieser Toleranz zu verteidigen. Und heute sind leider allzu oft die vermeintlichen Gralshüter der Toleranz, der Demokratie und des Liberalismus, der Liberalität, das sind totalitäre Erscheinungen, Absolutisten, Moralisten, Leute, die ihre Meinung auf eine
Art und Weise verabsolutieren, dass das eben nicht mehr kompatibel ist mit dem, was wir unter einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft verstehen. Und man kann das nicht deutlich genug herausstreichen, dass ein Papst der katholischen Kirche und ein Großdenker der Theologie im 20. und 21. Jahrhundert den Pluralismus, die Freiheit in dieser Klarheit angemahnt hat, wie der verstorbene Papst Benedikt, Repräsentant einer Institution, die ja gemeinhin ausgerechnet von denen, die eben diese Toleranz der Intoleranz, gewissermaßen die Intoleranz der Toleranz beschwören und diesen Antiliberalismus, gerade die gehörten ja zu den größten Kritikern von Ratzinger. Wir wissen auch warum, weil sie sich natürlich ertappt gefühlt haben, erkannt gefühlt haben. Und diese Cancel Culture, meine Damen und Herren, das ist eine Gefahr. Und sie haben sie in Deutschland, wir haben sie etwas weniger in Österreich und in der Schweiz. Diese Alpenländer sind in ihrer autochthonen Gemütlichkeit vielleicht etwas weniger anfällig, wobei auch wir zu solchen Irrwegen neigen und zu solchen Praktiken. Der Scheiterhaufen lodert auch bei uns, aber die Deutschen, die nun einmal, ja, leider die Eigenschaft besitzen, zumindest einige davon, vor allem in der Politik und im öffentlichen Raum, alles aufs Fürchterlichste zu übertreiben, selbst das Gute, ja, in Deutschland scheint diese Cancel Culture einfach noch viel gefährlicher um sich zu greifen. Diese Ausgrenzerei oder eben das demokratische Institutionen, die zum Schutz der Demokratie errichtet worden sind, Stichwort Verfassungsschutz, dass die zusehends zu Instrumenten der Macht pervertiert werden, umgeschmiedet zu Waffen gegen die Opposition. Wir haben darüber gesprochen natürlich auch mit Vertretern, die zum Opfer dieser, ja, Cancel Culture oder obrigkeitlichen Heimsuchung geworden sind, allem voran den Björn Höcke mit seinen Prozessen oder aber auch ein Maximilian Krah. Gleichzeitig beobachten wir in Deutschland einen Trend zur Verlotterung der Sitten in der Politik, und zwar nach allen Seiten. Das ist sehr, sehr wichtig, das festzustellen, weil in der aktuellen Berichterstattung ist mein Eindruck, dass die Medien sehr selektiv vorgehen in der Anprangerung von politischer Gewalt. Wenn es AfDler trifft, wenn Abgeordneten der Oppositionspartei die Häuser angezündet werden, wenn sie tätlich angegriffen werden, dann ist das keine große Nachricht, dann wird fast schon, ja, etwas abfällig zum Teil impliziert, dass diese Oppositionellen da, diese Populisten da, dass die gewissermaßen, ja, selber verantwortlich sind durch ihren rabiaten Politstil, wie dann jeweils vermerkt wird. Wenn es dann aber einmal jemanden vom anderen Spektrum trifft, von der linken Seite, dann haben wir sozusagen die geballte Lichterkette. Und wir haben jetzt diese Übergriffe, zuletzt Beispiele, dass linke Politiker zum Opfer geworden sind. In Sachsen, der Kandidat der SPD für die Europawahl ist zusammengeschlagen worden. Dramatische Berichte. Er sei sozusagen gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen. Inzwischen allerdings haben wir Bilder gesehen, wo der Betreffende auch wieder in die Kameras lächelt. Also zum Glück ist das besser herausgekommen. Vielleicht war es auch nicht ganz so schlimm, wie die Medien dramatisiert haben. Diesen Verdacht kann man durchaus haben. Jetzt ist auch noch in Berlin eine SPD-Politikerin, ich glaube die Frau Giffey, zum Opfer eines Übergriffs geworden, also von links. Zu Recht und mit voller Qualifikation werden diese Untaten kritisiert, das ist richtig, aber die mediale Reaktion, die öffentliche Reaktion darauf scheint mir einfach nicht ausbalanciert zu sein. Und da müssen natürlich auch die Journalisten aufpassen, sie haben eine große Verantwortung, und ich beobachte mit Unbehagen, wie seit vielen Monaten und Jahren jetzt vor allem ein Vokabular entfesselt wird, nun vor allem gegen die AfD, die es ja fast schon als salonfähig erscheinen lassen muss, dass man sich gegen diese angebliche Gefahr der Demokratie wehrt. Ich meine, die AfD wird dermaßen verketzert und verteufelt, dass man sich nicht wundern muss, wenn das auch zu einer Verrohung im politischen Alltagsraum führen kann.
Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich eine Reaktion gewissermaßen von rechts, von diesen routiniert heruntergesetzten Kreisen, von diesen permanent beschuldigten und verfemten Kreisen, dass die dann nun plötzlich nach links ausschlagen. Also das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr gefährlich ist, und es gibt im Grunde nur ein, aus meiner Sicht, Gegenmittel dagegen: Abrüstung der Begriffe, und zwar nach allen Seiten. Und hier hätten auch wieder die Medien eine ganz entscheidende Rolle zu spielen, dass man eben da nicht mitmacht bei diesem Vokabular der Arsenale, bei diesem Vokabular, wo die Worte zu Waffen werden. In der Politik wäre das auch wichtig, dass man den Ton etwas herunterfährt, dass man über die Feindbilder hinausdenkt, dass man versucht, auch wieder Verständnis zu finden, Verständnis zu entwickeln. Aber wenn man natürlich immer noch einen drauflegt, dann haben wir diese Zuspitzung, diese Brutalität. Und das ist etwas, was wir vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika beobachten können. Das ist ja sozusagen das Land des permanenten Siedepunkts oder des ewigen Ausnahmezustands, könnte man fast meinen, seit einigen Jahren. Und darüber sprechen wir in der neuen gedruckten Weltwoche mit diesem Mann. Das ist Matt Taibbi, ein Star des linken US-Journalismus. Er hat aufgedeckt diese Twitter-Files, wo man gesehen hat, wie CIA und FBI Druck gemacht haben auf diese Social-Media-Plattform, dass sie bestimmte Nutzer und bestimmte Meldungen unterdrücken. Also ein Frontalangriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit. Und Matt Taibbi hat das aufgedeckt zu seiner großen Ehre. Er ist also ein wirklicher Journalist von kritischer Art, von kritischem Schlag, und unser Kollege Daniel Rieser hat ihn getroffen bei sich zu Hause. Und was da der Matt Taibbi erzählt über die Vereinigten Staaten, wie er sein Land beurteilt, ist hochinteressant, und er spricht natürlich auch über die Cancel Culture, über die Neigung, Menschen nicht einfach nur zu kritisieren oder im Diskurs zu widerlegen, sondern sie auszuschalten. Also dieser sanfte oder zunehmend auch aggressive Totalitarismus innerhalb der demokratischen Welt, den macht er zum Thema. Das ist das große Schwerpunkt, das ist der Akzent dieser Ausgabe. Aber wir haben noch viele andere Themen drin, unter anderem über den Missbrauch des Asylstatus durch ukrainische Flüchtlinge und Roma-Banden. Das ist ein Thema, das in Deutschland noch gar nicht Fuß gefasst hat. Ich bin sicher, dass das auch bei Ihnen eine Rolle spielt. Wir haben Hubertus Knabe, ein großer Kritiker der alten DDR und ein Aufarbeiter der Geschichte, der sich zum Fall Björn Höcke äußert. Höcke, der ja mit mehreren Prozessen da bekämpft wird. Ich habe mit ihm gesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Reaktionen darauf erhalten. Und auch hier scheint sich wieder ein Muster abzubilden, das Muster einer Verteufelung, dass man einen Politiker dermaßen sozusagen dämonisiert, dass gar keine sachliche Auseinandersetzung mehr möglich ist. Das ist eben aus dieser Ausgrenzungsfuror, der da in Deutschland zu beobachten ist. Und als Schweizer kann ich von außen nur sagen, wenn ihr die Demokratie habt, dann müsst ihr sie auch ernst nehmen. Da muss man miteinander reden, und dann darf man sich diesem sanften oder eben auch zunehmend aggressiven Totalitarismus nicht ergeben. Das ist die Verantwortung der Medien, aber auch der Politik. Wenn ich dann allerdings sehe, dass selbst bürgerliche Exponenten, wie eben ein Friedrich Merz mit seiner CDU, da voll mitmachen, mit den Brandmauern und diesem Gerede, dass die AfD, die ein Mandat von Millionen von Wählern hat, dass die als antidemokratische Kraft dahingestellt wird, dann habe ich den Eindruck, dass da bestimmte Exponenten im politischen Alltag vielleicht doch etwas Mühe haben mit dem Begriff der Demokratie. Dass die sozusagen hier ja das billige Verunglimpfungs-Totschläger-Argument benutzen, um sich eben dem demokratischen Wettbewerb der Argumente zu entziehen. Und ich bin ein Mann aus dem Unternehmertum, ich bin Unternehmer, ich habe auch politische Erfahrung, und ich kann Ihnen sagen, als Unternehmer kommen Sie nicht weit, wenn Sie einfach nur die Konkurrenz verleumden, wenn Sie der unlautere Motive unterstellen. Das ist ein Zeichen der Schwäche im wirtschaftlichen Wettbewerb. Leider funktioniert es zum Teil in den Medien und in der Politik. Aber hier muss ich ganz klar
klar ein Fragezeichen setzen hinter die Strategie von Friedrich Merz von der CDU, der ja jetzt mit einem Resultat von 90% bei diesem Parteitag als Vorsitzender bestätigt worden ist. Noch eine Episode zu Friedrich Merz, die meines Erachtens ein eher schattiges Licht auf ihn wirft. Er ist kürzlich aufgetreten in der Schweiz an der Universität Zürich und hat dort einleitend sinngemäß gesagt, er bedauere heute noch den Tag, 6. Dezember 1992, damals habe die Schweiz zu Unrecht den Beitritt verweigert, gegen den Beitritt gestimmt zum europäischen Wirtschaftsraum. Und da habe ich mich einfach instinktiv gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Friedrich Merz los? Was kommt dem jetzt in den Sinn, hier einen Volksentscheid der Schweiz auf diese Art und Weise zu kommentieren? Ahnungslos zu kommentieren, denn offensichtlich versteht er von der Sache nicht viel, denn der Schweizer Souverän hat damals dem EWR, dem Europäischen Wirtschaftsraum, den Beitritt, die Zusage eben nicht gegeben, weil man den Vertrag, den EWR-Vertrag der Europäischen Union, als Kolonialvertrag durchschaut hat, der unsere Volkssouveränität, unsere direkte Demokratie ausgehebelt hätte. Das war der bestimmende Grund damals. Und da sagten die Schweizer nein, obwohl Teile unseres Establishments dafür waren. Doch inzwischen haben selbst die damals beteiligten Regierungsmitglieder zugegeben, dass sie diesen Vertrag für einen Kolonialvertrag gehalten hatten. Und jetzt kommt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und sagt, schade, dass ihr diesen Kolonialvertrag gar nicht angenommen habt. Da sehen Sie einfach einen Grad der Abgehobenheit und auch der Überheblichkeit, mit der sich der CDU-Vorsitzende auch in den Augen seiner potenziellen Sympathisanten wie mir keinen Gefallen macht. Markus Söder von der CSU hat seinem Kollegen Merz ein Friedensangebot gemacht, lesen wir in den Zeitungen. Er wolle keine Störfrequenzen beim nächsten Bundestagswahlkampf, beim nächsten Kanzlerwahlkampf aussenden. Also hier ein Waffenstillstand der Alphatiere unter den CDU und CSU Granden. Schwarz und Grün befinden sich auf Kollisionskurs. Auch noch eine wichtige Facette finde ich erwähnenswert, dass die CSU stärker als die CDU mit Merz sich gegen die Grünen stellt. Und ich glaube, auch hier könnte ein strategischer Fehler des CDU-Vorsitzenden Merz zu erkennen sein. Er möchte ja mit den Grünen potenziell zusammenarbeiten. Ich finde das falsch von außen betrachtet, denn die Grünen haben sich jetzt ja zu erkennen gegeben, nicht als Partei der Umwelt primär, sondern als Partei der Deindustrialisierung. Das ist eine Kampfgemeinschaft gegen die Marktwirtschaft. Das hat man schon seit langem sehen können, wenn man es denn hätte sehen wollen. Aber ich habe immer gestaunt über die Naivität vieler Deutscher, auch vieler deutscher Journalisten, die eben nicht bereit gewesen sind, hinter dieses Sehnsuchtsbild dieser grünen Rebellen zu blicken. Natürlich, für Umweltschutz sind wir alle, aber nicht überall dort, wo Umweltschutz draufsteht, ist eben Umweltschutz drin. Und das gilt insbesondere für die Grünen. Umweltschutz ist wichtig, aber eben nicht mit diesen marxistischen, antimarktwirtschaftlichen Theorien und Maßnahmen der Grünen. Die Bürgerlichen müssen den Umweltschutz auch für sich in Anspruch nehmen, aber eben nicht gegen, sondern mit der Marktwirtschaft. Und ich glaube, das hat da der ja auch zur Baumumarmung gelegentlich neigende Markus Söder erkannt. Dann die Inauguration von Präsident Putin, auch interessant, am 8. Mai, am Tag des Sieges am Zweiten Weltkrieg, wobei die Russen feiern es, glaube ich, am 9. Mai. Aber diese Amtseinführung Präsident Putins ist ja bei uns mit den üblichen abfälligen Adjektiven und Beschreibungen charakterisiert worden. Ich habe mich da etwas in den russischen Quellen umgeschaut und da die interessanten Feststellungen des Bloggers Juri Podolyaka etwas verschärft zur Kenntnis genommen. Podolyaka ist ein anerkannter auch Experte des Kriegsverlaufs in der Ukraine. Er ist einer, der sich da regelmäßig zu Wort meldet und auch sehr detailliert und mit Fakten entsprechend in die Deutungen hineinbegibt. Und er nun schreibt in seinem Blog, in seiner Wortmeldung, dass Putin sehr selbstbewusst gewirkt habe. Die ganze Inszenierung sei recht pompös ausgefallen, was er auch wieder als
Zeichen des Selbstbewusstseins Russlands deutet. Und Putin habe diesen Krieg in der Ukraine gar nicht kaum erwähnt in seiner Rede, sondern er habe vor allem über die Zukunft gesprochen, und zwar über eine Zukunft, die für Russland sehr positiv aussehe. Natürlich ist das sicherlich Propaganda durchwirkt, aber für den russischen Experten hier Podoljaka, für den russischen Beobachter, ist das Ganze doch auch Ausdruck eben eines selbstbewussten Zukunftsoptimismus, der sich da in Russland manifestiert in der Person des Präsidenten. Zum 8. Mai noch ein Wort. Das ist ja der Tag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa. Im Pazifik ist es ja dann noch weitergegangen. Und dieser 8. Mai hat auch eine Botschaft meines Erachtens für uns heutige parat, denn man muss sich ja fragen, wie ist es überhaupt an diesen Tiefpunkt, zu diesem Trümmerhaufen gekommen? Und da spielte natürlich das damals totalitäre Deutschland eine Hauptrolle mit den Nationalsozialisten. Und was haben die Nationalsozialisten eigentlich gemacht? Was war das für eine politische Bewegung? Es war eben eine politische Bewegung, die ihre Wertvorstellungen, so wertlos und unwertig sie uns heute auch immer vorkommen mögen, aber diese Partei, diese Bewegung hat ihre Wertvorstellungen in einer Art und Weise verabsolutiert, die sich eben als zerstörerisch, als kriegerisch ausgewirkt hat. Und die Nazis, das wird gerne übersehen, sind mit den höchsten moralischen Ansprüchen angetreten. Sie glaubten sich durch ihre hohen Ansprüche, durch ihren Moralismus gleichsam ermächtigt, die schlimmsten Verbrechen zu begehen, weil sie glaubten damit sozusagen den ideologischen Weltbeglückungszielen ihrer Ideologie zu dienen. Merken wir etwas? Also der 8. Mai, die Botschaft des 8. Mai lautet: Hütet euch vor den politischen Moralisten, hütet euch vor denen, die ihre Werte verabsolutieren und überall nur Feindbilder und Gegner sehen. Auch hütet euch vor jenen, die eine fixe, festgefügte, festgezurrte Theorie haben, eine Weltformel, die alles wissen, die Bescheidwisser, die Besserwisser. Aber ich habe den Eindruck, dass wir eben von diesem 8. Mai zu wenig gelernt haben oder beziehungsweise die Lektionen wieder zu vergessen drohen. Denn wir haben heute viel zu viele dieser Besser- und Alleswisser, dieser Theoretiker, Wahrheitsbesitzer. Wir brauchen mehr Wahrheitssucher, meine Damen und Herren. Leute, die sich eben tastend nach vorne begeben, die sich nicht hypnotisieren lassen durch Feindbilder und ideologische Schablonen. Und das ist für mich die Botschaft des 8. Mai. Und das hilft eben nicht, den Finger immer nur auf die anderen zu zeigen, auf die Verblendung, auf den Splitter im Auge des anderen. Man muss eben auch den Balken vor dem eigenen Kopf zu sehen bereit sein. Angriff auf SPD-Politiker, ein Anschlag auf die Zukunft der Menschen vor Ort. Der Schock nach der Attacke auf den sächsischen SPD-Europaparlamentarier Matthias Ecke sitzt tief, hat jetzt eben auch den Übergriff in Berlin gegeben. Schlimm, das sind Zeichen der Verrohung, der man nur begegnen kann, indem man verbal abrüstet, indem man eben herunterkommt von diesem Gestus der moralischen Rechthaberei. Und wenn man aufhört, sozusagen auch die Demokratie für sich in Anspruch zu nehmen und alle, die anderer Meinung sind, zu Nichtdemokraten zu erklären. Durch diese Verteufelung des politischen Gegners, der Opposition, produzieren sie natürlich diesen Unmut, diesen Hass, auch diese Gewaltbereitschaft letztlich. Da finden sich immer Leute, die das dann zum Durchbruch, zum Ausbruch bringen. Und alle haben hier eine Verantwortung. Man kann da nicht einfach nur einseitig darüber fahren, so wie es leider meines Erachtens in der Politik und in den Medien allzu sehr in Deutschland der Fall ist. Weg mit dem Verbrennerverbot, fordert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das de facto Verbrennerverbot 2035 darf so nicht Bestand haben. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ist gefordert. Es muss eine Regelung her, bevor die europäische Autoindustrie noch mehr Schaden nimmt. Ja, allmählich merken es die deutschen Zeitungen. Lange haben sie geschlafen. Auch die Konzerne haben da mitgemacht. Warum? Ja, vermutlich, weil die Politik viel zu stark da in die deutsche Automobilindustrie hinein regiert. Aber jetzt mit der chinesischen Konkurrenz, der Drache, der da sozusagen nach Europa drängt, merken sie es jetzt doch langsam auch die Deutschen.
dass da ihr Tafelsilber flöten gehen könnte. Einen Trumpf haben sie allerdings noch in Deutschland. Das sind die Autobahnen ohne Geschwindigkeitslimiten. Das nämlich zwingt die Innovatoren in den Autokonzernen, Autos zu bauen, die auf diesen Hochgeschwindigkeitsstrecken nicht auseinanderfliegen. Und das führt natürlich dazu, dass großartige Präzisionsmaschinen nach wie vor da vom Band gehen. Aber auch dieser Wettbewerbsvorteil könnte schwinden. Zum Schluss noch etwas Vergnügliches. Ein Autor, der Ole Liebl, fordert, dass Freunde häufiger miteinander ins Bett gehen sollten. Also nicht nur die Ehe und die feste Beziehung, sondern auch freundschaftliche Beziehungen sollten ins Erotische münden. Das ist sozusagen ein frühlingshaftes Motto, das uns in dem Sinn optimistisch stimmt, weil ja sozusagen die Erotik auch eine Vorstufe der Steigerung der Geburtenraten sein könnte. Ist ja auch ein Problem in unserer Welt, dass wir keine Kinder mehr haben. Dabei sind doch die Kinder die definitive Bereicherung eines jeden Lebens und auch jeder Persönlichkeit und auch eines jeden Charakters. Also ohne hier jetzt gleich für eine Sexoffensive plädieren zu wollen unter Freunden, ist mir dieses Anliegen da des Schriftstellers Ole Liebl nicht unsympathisch. Noch etwas vielleicht Widerspenstiges, Garstiges, Unerfreuliches ganz zum Schluss. Wollen Sie nicht allzu harmonisch in den Tag entlassen. Ich studiere ja intensiv die Neue Zürcher Zeitung, bei der ich lange gearbeitet habe. Und ich staune einfach, mit was für einer kriegerischen Vehemenz diese Zeitung mittlerweile unterwegs ist. Kein Tag vergeht, ohne dass da nicht das Böse und das Gute beschworen wird. Wo aber bleibt das Gute, fragt zum Beispiel dieser Tage ein Peter Strasser. Die systematische Enthemmung von Hass und Gewalt, ganz schlimm, da sind wir alle dagegen. Aber jetzt kommt's. Was Potentaten und Kriegsherren antreibt, ist ein toxisches Gemisch aus Größenwahn und Revanchismus, Machtwillen und Eroberungslust. Also der Peter Strasser gehört auch zu diesen Bescheidwissern, die ganz genau im Bild sind, was die anderen wollen, was diese sogenannten Potentaten da im Schilde führen. Und da möchte ich einfach entgegenhalten, meine Lesefrüchte aus der Vietnamreise. Man muss aufpassen, dass man sich nicht in diesen Feindbildern verrennt, und die Feindbilder sind oft irreführend. Und das Unheil passiert dann, wenn die Feindbilder mit der Wirklichkeit verwechselt werden. Und dieses herrische, selbstherrliche Bescheidwissen da über den Gegner, diese Feindbildzurüstung, ist ein grosses Problem unserer Zeit, auch eine Facette dieses sanften Totalitarismus, der sich ausbreitet und der kritisiert worden ist vom großen Josef Ratzinger, Papst Benedikt, einem der bedeutendsten Gelehrten, einem der ganz großen Denker, ich würde sagen in der abendländischen Geschichte, soweit ich das überblicke. Das ist jetzt sehr hoch gehängt, aber ich glaube, er verdient es. Ein Mann, der gleichsam die Theologie, die Weisheit, die Philosophie, das politische Denken zusammengebracht hat, auf eine auch sprachlich bezwingende Art und Weise. Josef Ratzinger, ein Gigant der Gegenwart, leider nicht mehr unter uns, aber man kann seine Texte lesen. Ich möchte Ihnen das wärmstens empfehlen. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung angelangt. Sie ist ein bisschen länger geworden, als ich mir das ursprünglich vorgenommen habe. Verzeihen Sie, aber heute an Auffahrt ist vielleicht auch mal Zeit, da etwas auszusparen. Sie können ja noch irgendetwas sonstig verrichten, wenn Sie da meine Morgenandacht laufen lassen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Genießen Sie den heutigen Tag. Spüren Sie, wie Ihnen ja die Erdenschwere abhanden kommt, wie Sie vielleicht ein Auffahrtsgefühl auch bei sich selber allenfalls empfinden können. Bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.